Irgendwann im tiefsten Winter entdeckte ich, dass in mir ein unbesiegbarer Sommer wohnt. Dieser Satz von Albert Camus ist magisch. Er geht unter die Haut, denn wir spüren, das ist kein Werbeclaim. Dieser Satz ist wahr. Und er macht uns ein bisschen sehnsüchtig, er macht uns melancholisch, denn wir wissen auf der anderen Seite, dieser unbesiegbare Sommer, der wohnt in jedem von uns. Aber der Weg zu ihm, der ist zu. Unser Verstand blockiert ihn wie ein Hinkelstein. In meinem Buch versuche ich, Wege zu zeigen, wie Sie den Zugang öffnen können zu diesem tiefen Frieden, zum Quell der Kraft, zur großen Heiterkeit in sich selbst. Ich erzähle aus meiner eigenen Lebensreise, ich gebe Hinweise, ich gebe auch kleine Trainingseinheiten, wie Sie Ihr Bewusstsein ändern können. Das dauert ein bisschen. Begeben Sie sich selber auf die Reise. Denn das können Sie nur ganz alleine tun. Dann werden Sie ihn finden, den Ort des unbesiegbaren Sommers in sich.